Am 20. Dezember 2019 um 12.30 Uhr schaltet die BKW das Kernkraftwerk Mühleberg für immer ab. Anschließend baut sie zum ersten Mal in der Schweiz einen Leistungsreaktor zurück. Für Susanne Thoma, CEO der BKW-Gruppe, ist die Stilllegung ein bedeutendes Vorhaben. Das Projekt Stilllegung ist ein sehr wichtiges Projekt. Es ist ja auch ein sehr großes Projekt mit einem Projektumfang von gegen 1 Milliarde Schweizer Franken. Aber es ist auch ein Symbol für die Transformation unseres Unternehmens. Die BKW ist heute eine international tätige Energie- und Infrastrukturdienstleisterin. Haben in der Anfangszeit noch mehrheitlich Fachleute aus dem Ausland im Kernkraftwerk Mühleberg gearbeitet, ist das nun bei der Stilllegung anders. Wir führen die Stilllegung mit eigenem Personal durch aus zwei Gründen. Erstens einmal war es für uns wichtig, unseren Mitarbeitenden eine Zukunftsperspektive geben zu können, eben nach der Abschaltung selber. Und zweitens kennen unsere eigenen Leute die Anlage in- und auswendig und das schützt vor Überraschungen. Weil die BKW schon im Oktober 2013 entschieden hat, das Kernkraftwerk Mühleberg Ende 2019 vom Netz zu nehmen, konnte sie ihre Mitarbeitenden gut auf diesen Wandel vorbereiten. Der frühe Stilllegungsentscheid war für CEO Susanne Thoma denn auch von großer Bedeutung für den Erfolg des Projekts. Es war wichtig, den Stilllegungsentscheid so früh zu fällen, weil es uns genügend Zeit gab für die Vorbereitung, für die Planung, für die Ausarbeitung eines Detailprojektes und andererseits den Behörden genügend Zeit gab, dieses Projekt à fond zu prüfen. Wir sind sehr froh, dass wir so frühzeitig den Entscheid gefällt haben.